So, mein Sprachzentrum ist ein wenig beschädigt. Das ist, man muss in die Stille gehen, aber was mir jetzt ganz wichtig ist, ich lasse jetzt mal ein typisches YouTube-Video laufen. Das hören wir uns an. Das sind 2 Minuten 38, glaube ich. Und es geht mir um den Geist, der sich das jetzt anhört, und ich möchte, dass du dich beobachtest. Du beobachtest dich, wie du auf das Video reagierst. Und du wirst irgendwann einmal verstehen, du erlebst nur deine Informationen, und während dem ständigen Wechsel deiner Informationen ändert sich nicht das Geringste an dir selbst, an dir Geist. Und diese zwanghafte, einseitige Auslegung, man meint, man hätte irgendwas verstanden. Es ist nicht diskutierbar. Es spitzt sich jetzt immer mehr zu. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Dein Leben kann normal, total normal weiterlaufen. So wie es bis jetzt war. In einem ewigen Kommen und Gehen von Hell und Dunkel. Und du bist in einem täglich größeres Murmeltier-Tag mit einem kleinen Unterschied. Unser Phil, im Murmeltier-Tag, dem wird bewusst, dass jeden Morgen, wenn er wach wird, dass er wieder am Anfang des selben Tages sitzt. Und das wird bei dir viel. Du bist in einer Endlosschleife. Und ich betone nochmal, ich mache hier kein Science Fiction. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist, was dir bewusst werden kann, wenn du dich auf Holofeeling verlässt. Und es ist ein rein intimer, ein wundervoller Akt, das wirst du niemals irgendeiner Figur, die du dir ausdenkst, sprich irgendeinem Menschen, einen Trockenhausen auf mal erklären können. Natürlich, lass das jetzt einmal laufen, dann schauen wir mal, wie du darauf reagierst. Es geht um dieses Video. Das ist so ein Blogger, den wir uns jetzt ausdenken, wie viele Blogger. Der macht über relativ prägnante politische Einträge. Und das hören wir uns jetzt einmal ohne Kommentar an. Und bitte beobachte dich dabei, wie du auf dieses Video reagierst. Ob du innerlich Beifall klatscht oder du entsetzt bist, schau einfach, wie du die Worte interpretierst. Guten Morgen, Deutschland. 440 Milliarden. 440 Milliarden hat der ganze Spaß Corona gekostet. So viel hat die Bundesregierung bereitgestellt. Und ein Untersuchungsausschuss wurde im Bundestag abgelehnt. Es gab eine Anfrage für einen Untersuchungsausschuss und der wurde mit überwältigender Mehrheit abgelehnt. Wenn wir doch von einer Aufarbeitung reden, dieser ganzen Zeit, wenn wir doch davon reden, dass hier 440 Milliarden Euro Steuergelder rausgeballert wurden, wenn wir doch mittlerweile wissen, dass die Maßnahmen in den allergrößten Teilen alle unnötig waren, warum blockiert der Bundestag einen Untersuchungsausschuss? Ich meine, die Frage, Leute, die könnt ihr euch beantworten, ja, weil sie sonst wahrscheinlich alle versammelt ihren Hut nehmen müssten. Das sind doch mal die Fakten. Es passiert genau das, was einige von uns die ganze Zeit vorausgesagt haben. Aussitzen, mit dem nackten Hintern aus dem Fenster hängen und Lambada tanzen, liebe Leute. So sieht das Ganze nämlich aus. Es wird nie eine vernünftige Aufarbeitung dieser 3 Jahre geben. Und wenn ich mir das jetzt gerade momentan da draußen anschaue, auch wieder mit dem Klima und mit dem Konflikt in der Ukraine, und dann habe ich immer wieder, das habe ich heute Morgen auch auf Telegram nochmal gepostet, ein schönes altes Video im Kopf, wo eine Frau sich in einem Pennymarkt darüber aufregt, dass jemand anders keine Maske trägt. Dieser Wahnsinn, dieser Irrsinn, den ein Großteil der deutschen Bundesbürger mitgemacht hat, mit Denunzieren und Diskriminieren. Genau das erleben wir jetzt wieder. Diese Bevölkerung lernt scheinbar nicht dazu. Denn wenn sie es tun würde, dann würde das, was jetzt in diesem Moment hier gerade passiert und sich anbahnt zu passieren, mit Sicherheit nicht mehr passieren. Und wir sind wieder beim Intelligenztest, wo Deutschland mal wieder krachend scheitern wird.
Damit ist eigentlich alles gesagt. Das große Problem ist, den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt, und er erlebt das, was er sich selber ausdenkt. Du lebst in einer Traumwelt von Sodom und Gomorra. Habt ihr denn nichts gelernt von eurer Vergangenheit? Die vollkommene Demonstration von Geldgeilheit der Elite, und es ist gleichgültig, ob das Politiker sind, ob das Geschäftsleute sind, ob das Stars sind, Sänger sind, Unterhaltungskünstler sind, Comedians sind. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Die haben das Spiel alle mitgespielt. Und wie so schön gesagt, wird es eine Aufarbeitung geben, müsste man die ganze Bundesregierung bis auf ganz, ganz wenige entlassen, und selbst die sind mitgelaufen, sonst wären es ausgetreten. Wenn du dir ältere Holofeeling-Updates anhörst, da sage ich dir von vornherein schon die Tatsache, dass sich einer politisch betätigt, heißt, er kämpft für eine Einseitigkeit, für die Selbstentheiligung. Ist ein klares Zeichen von Geistlosigkeit. Wer denkt sich das aus? Wo hat er die Zahlen her? Er äfft doch genauso eine Einseitigkeit nach wie alle anderen auch. Dieses, wer hat mitgemacht bei Corona? Wer hat mitgemacht bei Hitler? Und danach war es keiner. Ein Spiel, das sich auf der Führerscheinprüfungsebene Welt, wie ich das nenne, in deiner jetzigen Traumwelt, das ist eine Prüfungstraumwelt, so lange in dir über Jahrhunderte wiederholen wird, bis du begreifst, dass du die Quelle für das bist, was du dir ausdenkst. Ich bin, der ich bin. Und ich mache dich zum Richter über alles und jeden, und ich gebe dir ein extrem fehlerhaftes Programm. Das ist meine Metapher mit dem Computer. Und ich betone nochmal, das ist kein Science Fiction. Das ist eine Realität, die de facto für jeden Geist überprüfbar ist. Dass sich in dir immer wieder die Sachen wiederholen, wiederholen und wiederholen. Und zwar wiederholt sich in dir alles, was du willst und alles, was du nicht willst. Solange bis du begreifst, was die Heiligkeit ist, was ein höherer Komplex ist. Das Interessante ist, was du dir wünschst, was du willst, hast du ja eigentlich nicht. Sonst würdest du es dir ja nicht wünschen. Und das, was du loshaben willst, ist permanent da. Das ist Gerechtigkeit. Bis du dir Gedanken darüber machst, was soll mir das eigentlich sagen? Bekommt irgendjemand anders, den ich mir aus dem Gebiet, was ich denke? Nicht einmal, wenn du ihnen das erzählst, weil du letztendlich sprichst mit einer Information von dir. Auch wenn der 4 Stufen der Vergessenheit ziemlich wahrgenommen auf deiner Verabredung erscheint und für dich vollkommen den Eindruck macht, dass er ein eigenes Bewusstsein hätte. Wir sind schon wieder beim Thema, Bewusstsein kann man nicht haben. Bewusstsein kann man nur sein. Und in einem Traum gibt es nur ein allereinziges Bewusstsein, aber sehr viele unterschiedliche Programme. Du triffst immer auf dich selbst, bloß mit einem anderen Programm. Der träumende Geist kann bloß mit sich selbst spielen. Da ist kein anderer Geist. Und das ist jetzt die große Erkenntnis. Im Nachhinein war es keiner. Du musst das bloß ein bisschen zurückklettern in deinen geistigen Archiven, wo übrigens alle Videos, die du jetzt aktivieren kannst, immer nur jetzt, Bild, 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 immer nur jetzt. Du schaust unten ein Datum an und sagst, das ist vor 2 Jahren gewesen, das war vor 3 Jahren, das war vor 15 Jahren. Nein, es ist jetzt. Das ist ein Faktum. Ein 100%ig sicheres Faktum. Bloß, dass wir jetzt das Wort Faktum verstanden haben, was das Wort bedeutet. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Ich wiederhole das immer wieder, du vergisst das. Solche Äußerungen hast du jetzt innerlich Beifall geklatscht. Ein Untersuchungsausschuss wird gefordert. Wer wolltest du eigentlich schuld an der Misere? Und die große Masse des Bundestags hat dagegen gestimmt, dass ein Untersuchungsausschuss gemacht wird. Wieso? Es ist doch vollkommen logisch, weil die müssen sich alle selber entlassen. Das ist ja genauso wie mit der UNO-Entscheidung, diesen Nord Stream 2-Anschlag nicht untersuchen. Exakt dasselbe in Grün. Hm. Voll westlich programmiert. Aber jetzt kommt es bei Holofeeling, dass es gar nicht um Westen und um Osten geht. Weil das ja schon wieder eine Einseitigkeit wäre. Dasselbe mit den Klimaklebern. Versuch doch irgendjemanden in deinem Traum zu erklären, dass die Welt gar keine Kugel ist.
Du hast dieselbe Resonanz bekommen. Jetzt denkst du dir eine Vergangenheit, wo die ersten behauptet haben, die Welt ist keine Scheibe, sondern eine Kugel. Was geistlose Zombies können, sie halten an was fest, in erster Linie an ihren Status. Es ist immer Demokratie, wird hochgehalten, da bin ich so oft drauf eingegangen, es ist Dummköpfe an die Macht. Es müsste immer wieder, das ist im Blatt und Staat, die Weisheiten sind ja da. Aber die nehmen das alle nicht für voll. Wer alle? Da gibt es keine alle, es gibt bloß dich, dich und deine Gedanken. Alles andere sind Produkte im wahrsten Sinne des Wortes, Schöpfungen aus dir selber, weil du nicht allein sein willst. Aber es sind Facetten von dir selbst. Das ist kein Science Fiction. Ich kann immer wieder nur sagen, Holofilling ist ein Riesengeschenk, das dir mit 100% sogar arithmetischer Präzision erklärt, beschreibt und beweisen kann, dass du dich im klassischen Sinn jetzt, was du nachvollziehen kannst, in einer Matrix, in einem Videospiel befindest. Das, was du meinen Körper nennst, ist eine Information wie jede andere Information auch. Und für Existieren, das gibt es, hast du mal ein Grundgesetz. Existieren kann, wenn etwas existiert, existiert es immer jetzt. Und zwar hier und jetzt in dir als Information. Habe ich gerade so eine schöne Sache reingestellt in den Chat. Lass das ganz kurz, klick das ganz kurz an. Schauen wir uns ganz kurz an, bloß diese Schriftzeichen. Weil das schön passt. In mir wohnt ein Tier. Das habe ich jetzt separatisiert. Das ist ein erscheinender Intellekt, eine augenblickliche Berechnung. Manchmal wüsste ich gern, das habe ich jetzt komplett rot geschrieben. Wir wissen das GE-Quadrat. Als LF gelesen, ist die Energie in der Einsteinformel, das ist der Geist des Schöpfers. Das ist das Selbstbewusstsein, da kannst du stolz drauf sein. Jetzt kann man natürlich auch blau lesen, dann wird es Arroganz. Wisse, ein bewusster Geist kann weder denken noch wahrnehmen. Bewusster Geist kann man nur selbstbewusst sein. Es ist nicht Existierendes. Und dann habe ich hier jetzt noch dieses RN rot gelesen, das ist dann der Kopf, der immer ist, von El Hayom von UB. Wenn wir es rot machen, wenn wir es blau machen, ist es eine berechnete Gestaltwertung. Dann hast du, wenn du das immer die Welle plus minus gleichzeitig siehst, ist es der Jubel, der Rettungsjubel. Sehr interessant. Und da kommt jetzt, wer ich wirklich bin. Mama, wüsste ich gern, wer ich wirklich bin. Dann kommt ein Liedchen. Und dann habe ich da nochmal was, das ist einfach du, das kannst du dir dann anhören. Ich stelle jetzt gleich dieses kleine Selbstgespräch da drunter. Und da gibt es nichts zu diskutieren, du brauchst kein Wissen, bei Holofilling geht es nicht um Wissen. Und wenn ich immer wieder wiederhole, jeder Moment, der in dir auftaucht, ist ein Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Du müsstest dich nur beobachten, dein Intellekt beobachten, ob du innerlich Beifall klatscht oder ob du dagegen bist. Wofür du bist und wo du dagegen bist. Und es ist egal, es ist eine Einseitigkeit. Du hast es das zum Beispiel nicht verstanden. Machst du mal Teilen beenden, dann sehen wir dich ein bisschen besser. Ja, danke. Darum geht es. Es geht wirklich nur um dieses Spiel. Du hast es das zum Beispiel nicht verstanden. Der ganze Intellekt, das ist auch mit Kirchen. Es ist nur Geldgeilheit, die Gotteshäuser. All das ganze Zeug. Es ist, wenn die anderen was anderes erzählen, die lügen. Sie lügen, wenn sie den Mund aufmachen. Warum? Kategorie 3 Frage, warum machen die das? Weil du das träumst. Dieser Satz, ich nehme alle Schuld auf mich. Wenn ich behaupte, dass ich du bin, musst du das einmal zum Leben anfangen. Dass dir klar ist, dass nichts und niemand, den du dir jetzt denkst, ich bleibe mal nur im Bereich des Denkens. Kannst dich heraussuchen, dass du ihn denkst. Ich wiederhole es immer wieder. Und der, den du dir jetzt denkst, der kriegt es nicht mit. Und er wird für dich genauso sein, wie du ihn dir denkst. Und jetzt kommen die 4 Stufen der Vergessenheit. Jetzt holst du dir jemanden auf die Feuerbrille. Das heißt, vor dir sitzt ein sinnlich wahrgenommener Mensch. Einen Menschen kannst du nicht sehen, du siehst bloß eine Person. Einen Körper, eine kleine Facette aus diesem Programm eines Menschen.
das wird ein Unterprogramm von dir, Simon, sonst könntest du das aus deinem Computergehirn ja nicht rausrechnen auf deine VR-Brille. Meinst du, der hört dich? Meinst du, der kann sich raussuchen, dass du ihn realisierst? Dass er in dir auftaucht als sinnlich wahrgenommene Information? Es ist kein Unterschied, ob du jemanden jetzt in dir als eine sinnlich wahrgenommene Information wahrnimmst oder ob du ihn nur denkst. Es sind bloß die vier Stufen der Vergessenheit, dass das für dich ein klares Zeichen ist, dass der dich sprechen hört, wenn er eine Taube ist. Er wird auf dich reagieren. Es ist wie wenn wir zwei Programme, zwei Chatbots aufeinander loslassen, zwei Cleverbots. Du kannst jetzt irgend auf deinen Computer ein Programm holen, ein Chatbot, GPT, ChatGPT, oder wir machen schlichtweg und einfach den einfachen Cleverbot, den suchst du dir einfach her. Und wir machen jetzt die Eingabe, eine Stadteingabe, das ist wie beim Mandelbrot-Faktor. Wir müssen das einmal einstatten. Und dann macht man das, dass das, was der Chatbot ausgibt als Antwort, setzen wir sofort wieder um als Eingabe, dass die dann hin und her schwingen. Und dann können die sich anfangen zu unterhalten. Das ist das Gespräch zwischen normalen Menschen. Keiner verlässt seine Logik. Und dann prallen eventuell Meinungen aufeinander. Und das Einzige, was man bestrebt, ist, seine Meinung zu intronisieren. Der Kampf, ob der Henkel rechts oder links ist. Ist jetzt rechts oder links gut, politisch gesehen? Der ganze Größenwahn, das ist Sodom und Gomorra. Erwarte nichts, keine Schuldzuweisung. Dieses, ich nehme alle Schuld auf mich, ist eine absolute Freisprechung, eine Absolution. Und in dem Maße, wie du die Figuren, die du dir zwanghaft ausdeckst, du bist ein träumender Geist, alle freisprichst, weil du einfach erkennst, nicht zu niemand, den ich mir ausdenken kann, sich heraussuchen, dass ich ihn denke, dass ich ihn aus mir herausschöpfe, ihm einen Kopf erschaffe und dass er genauso ist, wie ich ihn erschaffe. Wenn du die alle freisprichst, spreche ich dich frei, weil ich sage, und du bist ein träumender Geist, du kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Ich werfe dir nicht vor, dass du das, was du träumst, träumst. Du kannst es dir nicht raussuchen. Was ich dir vorwerfe, dass wieder besseren Wissens du immer wieder vergisst, dass du bloß ein träumender Geist bist. Und dass du bestrebt bist, wie jeder andere, deine Meinung durchzusetzen und in dem Wahn lebst, dass du meinst, deine momentane zwanghafte Einseitigkeit, sprich Unvollkommenheit, Selbstentheiligung, ist der Weg in die Freiheit. Das ist er nicht. Glaub mir, wir spielen ein ewiges Spiel. Wir zwei, nur wir zwei. Das hat mit diesen Bröseln, die du dir ausdenkst, überhaupt nichts zu tun. Ich kann nicht einmal sagen, dass das Kollateralschäden sind. Weil geht was kaputt, wenn ich was nicht mehr denke? Gut, es existiert nicht mehr. Aber was geht eigentlich kaputt, wenn ich jetzt aufhöre, an irgendwas zu denken? Es ist ein ganz natürlicher Prozess einer ständigen Umformung ein und desselben Geistes, dass ich die 200 Gramm rote Gnede denke, mir jetzt symbolisch vorstelle, der sich als Ding an sich überhaupt nicht verändert. Du Geist veränderst dich nicht im geringsten, wenn sich deine Informationen verändern. Das sind so Sätze, wenn du Geist bist, kannst du dir das bewusst machen. Und alles an Menschen, die du dir ausdenkst, ist die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit, bis auf ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Und ich sage immer wieder dazu, einen wirklich erleuchteten Menschen, der ist in deiner jetzt normal symbolisch gedacht, in deiner Traumwelt so selten wie ein geschliffener Diamant in der Erde. Ist ein normaler Diamant schon extrem selten zu finden, aber ein geschliffener Diamant, der muss gemacht werden vorher und dann muss ihn einer verloren haben. Das ist die Feinheit, da muss Geist im Spiel sein. Und du wirst irgendwann begreifen, es löst sich alles in Luft, es verwandelt sich. Es ist eine Zauberwelt, die Welt spricht zu dir, die hat schon immer zu dir gesprochen, wenn du die Vordersprache verstehst. Aber das ist in dem Leben nicht das Thema, bei einigen eventuell. Mir würde reichen, wenn du weißt, was du bist und was deine Gedanken sind. Und das ist jetzt das Wichtige, was ich noch dazu sage, dass du lernst, vor nichts und niemandem, der in dir auftaucht, Angst zu haben. Und dass du dich über nichts und niemanden mehr aufregst.
Das setzt voraus, dass du in einem vollkommenen Gleichmut, in einer Gleichgültigkeit deine eigenen Informationen beobachtest. Und was ich gerade gesagt habe, beobachte, hast du gerade innerlich Beifall geklatscht, hast du genickt, warst du vielleicht in einer beschämten Form, wenn du zu diesen Politikern gehörst? Wirkliche Menschenführung auf dieser Ebene müsste ganz anders funktionieren. Vom Vorbildern ist da überhaupt nichts. Jeder, der sich drum reißt, mächtig zu sein, ist ein klares Zeichen von Geistlosigkeit. Das kannst du in Platons Staat noch lesen. Einer, der dazu berufen wäre, muss dazu berufen werden. Da reißt sich keiner drum, Verantwortung zu übernehmen. Das sind Dummköpfe. Schon die Situation bei dem jetzigen, jetzt ausgedachten Regierungswechsel, den letzten. Das ist die vollkommene Demonstration von Dummheit und Machtgeilheit. Auch die ganzen Jungen, die nur noch hier meinen, das sind heilig drin, einen YouTube-Kanal aufzumachen, ein Blogger zu werden oder ein Sänger oder ein Star. Es ist eine in Sand gefahrene Gesellschaft, eine Jugend, die es nicht wert ist, eine Welt zu bescheißen, die das göttliche Paradies sein soll. Klingt extrem herzlos? Nein, das sind die Brocken, die du schlucken musst, und du wirst feststellen, geistreich gesehen, das zu akzeptieren, wertfrei, auch das wertfrei sehen zu können, dass Plus und Minus, gut und schlecht auch ausgetauscht werden kann. Des jemals letzten Selbstgespräches. Aus zwei Seiten dann fast einmal vier Seiten machen. Und aus den vier, acht und dann 16. Und dann 32, 64, was du auch rein zufällig, wo ich immer darauf hingewiesen habe, auch in der Entwicklung der Computerprozessoren findest. Losgegangen 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit, 64-Bit, 128-Bit. Dieser Aufbau, der Hintergrund ist diese Weisheit im Hintergrund. Es ist momentan nur eine Traumwelt. Ich sage immer wieder, die Wirklichkeit funktioniert komplett anders. Da ist keine Erdkugel, auf der du dich befindest. Es gibt eine Erdkugel, die in dir existiert, sobald du dir aufgrund eines geistlos nachgeäfften Wissens eine ausdenkst. Gesehen hat die auch noch nie einer. Weil dann wird ja schon wieder ein Gedanke, den du dir ausdenkst, ein Astronaut, etwas sehen. Das ist eine Kiste, du denkst dir das rein, du erschaffst den Astronauten und denkst dir, von da oben hat er die Erde gesehen. Ist alles unheimlich logisch, aber nicht besonders geistreich. Und wenn du immer noch Bestätigung brauchst von irgendwelchen Gedanken, dass irgendwelche Gedanken in dir Beifall klatschen, dass das stimmt, was du denkst, verarschst du dich sowieso bloß selbst. Man hat im ersten Moment Angst. Das ist genau dieses Umdrehen, wo ich sage, dreh auch das um 180 Grad. Davor, wo du vielleicht jetzt mit deiner Logik eine panische Angst empfindest. Du kannst jetzt unheimlich viele, schreibe mal auf, was du unheimlich viel Angst hast. Was passieren könnte. Das würde dich in die größte Glückseligkeit führen. Und das, was du dir jetzt ausdenkst, was für dich ein Riesenglück wäre mit deiner jetzigen Logik, das würde dich immer mehr in das absolute Chaos stürzen. Bis in alle Ewigkeit, bis du erkennst, was die Mitte ist. Und dass man aus diesem Widerspruch der zwei Seiten was vollkommen Neues machen kann. Das findest du in 25 Jahren Holofinning-Schriften. Du müsstest nur die Trinität verstanden haben, dass ein Tag, rot gelesen, zwei Hälften besitzt, nämlich Tag und Nacht. Man hört es, das erkläre ich, das ist schon wesentlich länger wie vor 25 Jahren. Seit 25 Jahren gibt es schriftlich. Und dass sich die helle Hälfte genauso nennt wie das heilige Ganze. Das ist ein Riesenunterschied, jetzt, ob wir von einem Tag sprechen, 24 Stunden jetzt symbolisch gedacht, oder nur von der hellen Hälfte. Und dass die rote Liebe ist nicht dieses, das liebe ich, weil dazu brauchen wir auch den Hass. Und zum Krieg brauchen wir den Frieden. Aber der rote Frieden ist nicht der blaue Friede. So wie das Gesundsein, rot gelesen, eigentlich gar nicht, es ist Heiligkeit. Heiligkeit platzt auf in gesund und krank. Das ist wie Tag und Nacht und wie Sonnenschein und Regen. Wie kommen Evolution, Exfolvere herausrollen und Revolution hineinrollen. Das passiert aber jeden Moment gleichzeitig. Weil jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken.
Ich kann das nochmal 100.000 Mal wiederholen, wenn du es nicht verstehen willst, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder bist du jetzt bloß ein Mensch, den ich mir ausdenke, dann kannst du es nicht verstehen, dann bist du ein Gedanke. Aber wenn du der bist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, der sich jetzt den Udo ausdenkt, dann solltest du das wirklich nochmal ganz gewaltig überlegen, weil es wird maßgeblich die nächsten Tausende von Jahren und das 1.000 Jahre, wie lange dauern 1.000 Jahre? Solange du die 1.000 Jahre denkst, dann sind sie nämlich wieder weg. Es gibt da außen weder eine Zeitspanne unabhängig von dir noch irgendeine räumliche Entfernung oder Abstände. Was ist es hier und jetzt? 1.000 Jahre, eine Sekunde. Was hat länger gedauert? Du musst begreifen, dass du aufgrund von Worten oder Bildern dir was vorstellst. Einen langen Zeitraum oder einen extrem kurzen Zeitraum. In einem Traum, in deinem Kopf, gibt es aber weder eine zeitliche noch eine räumliche Ausdehnung. Tausende Male sage ich, ob du dir jetzt was 500 Kilometer woanders hin denkst oder 500 Jahre in die Vergangenheit oder in die Zukunft denkst. Du denkst es jetzt und es ist hier. Und dieses Jetzt dauert auch nicht. In der Gehirnforschung haben die dann festgestellt, dass die Gegenwart des Jetzt genau 3 Sekunden dauert. So steht es in manchen Büchern drin. Das sind geistlose Affen, die du dir jetzt ausdenkst. Wobei die 3 Sekunden natürlich dann doch wieder eine symbolische Funktion haben, wenn man die Vordersprache versteht, hat aber nichts mit einer räumlichen oder zeitlichen Ausdehnung zu tun. Es spielt sich alles in einem absoluten Punkt ab, in diesem einen Zub. Da kommt ja auch dann das Sof. Juden nennen das ja Sof. Ich nenne es immer bloß Sub. Weil dieses Zeichen, das Waf, U, U, V, W, wissen wir, da kommt auch die Sophia, die Weisheit her. Die Philosophia, die Weisheit zur Liebe, das bezieht sich auf die rote Liebe. Nicht auf irgendein Affenwissen, das man geistlos nachäfft. Ich glaube, jetzt lassen wir es gut sein. Du kannst dir dieses Video nochmal anhören und dann mal schauen, wie du reagierst. Und bitte hör auf, irgendjemanden, den du dir ausdenkst, vorzuwerfen, dass das so ist, wie er von dir geträumt wird. Das ist das Spiel mit dem Romanschreiben. Wie oft erwähne ich diese Metapher? Du bist ein Auto, du setzt dich hin und erfindest eine Geschichte. Jetzt stell dir mal vor, ich spreche jetzt ganz gezielt doch mal an diesen Film, dieses Buch 1984. Da machst du dir jetzt einmal bewusst, wann ist dieses Buch eigentlich erschienen? Jetzt hängt natürlich wieder davon ab, wie alt du momentan dich selbst denkst. Wenn du dann in Körper denkst, denkst du dich als 20-Jährigen? Dann ist es ja schon vorsintflutlich. Wenn du jetzt so alt bist wie ein Holger, jetzt so dich bewusst bröselig ausgedacht, der Nadja oder ein Udo, dann ist es gar nicht so, dass sie mir in die Disco gucken. Und da war 1984 schon richtige Zukunft. Das ist wie wenn du jetzt an 2035 denkst. Und das ist so zeitaktuell, so unendlich zeitaktuell. Und jetzt springe mal ganz bewusst bloß in deinem Gedanken. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir drehen die Zeit 10 Jahre zurück. Lächerliche 10 Jahre. Was sind 10 Jahre? Und dann hätte im Fernsehen wäre ein Science-Fiction-Film gelaufen, genau über die letzten 3 Jahre. Mit all dem, was die letzten 3 Jahre, jetzt bewusst in die Vergangenheit gedacht, passiert ist in Deutschland. Ein Wahnsinnsfilm. Glaub mir, das hat keiner für voll genommen. Die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit, nicht nur der Politik, sondern allen voran der Bevölkerung. Darum sage ich immer, wenn ich irgendeinen Affen in meinem Traum laufen sehe, sage ich eine Wählerstimme. Aber bitte keine Angst, hättest du andere gewählt, wärst du selber in Grün. Erbärmliche Figuren und jetzt nochmals kommt die positive Seite dieses Chaos. Diese Welt muss zerstört werden, du solltest keine Angst davor haben. Das Ziel, das hier angestrebt wird, von wem auch immer, das kannst du sowieso vergessen. Für mich ist nur wichtig der Akt der Zerstörung. Was danach kommt, das darfst du selber entscheiden, wenn du mir vertraust.
Wenn du mir nicht vertraust, bist du in der täglich größten Moment dir doch. Und was passiert mit dem Phil? Er prügelt so lange auf sich ein, bis er die Schnauze voll hat und zu Liebe wird. Und am Ende ist er der meistgeliebteste Mann in diesem kleinen Städtchen. Und das ist das, das du anstreben solltest. Das strebst du aber nicht, das wirst du nicht erreichen, wenn du meinst, du warst so ein Arschkriecher. Das ist die Sache mit dem Vater und mit dem Kind. Das große Problem von Eltern, die wollen von ihren Kindern geliebt werden. Und dadurch sind die ganzen Kinder mittlerweile absolute Zivilversorger, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen wieder. Absolut verzogene Zivilversorger gehören, die auch keine Überlebenschance haben, schon aufgrund der Tatsache, dass deine Kinder, wenn du jetzt an deine Kinder denkst, wieder bloß Gedanken sind. Wo waren die ganze Zeit, solltest du Kinder haben? Wo waren die? Geist kommt von Geist und Geist wird nur von Geist verstanden. Das heißt, wenn du Geist bist, müssen deine Kinder auch Geist sein. Es kann durchaus sein, dass du mehrere hast, mehrere Äffchen in die Welt gesetzt hast, innerhalb deiner Logik, die du aber immer jetzt in die Welt setzt, wenn du sie dir ausdenkst. Und mag jetzt das wie eine schallende Ohrfeige sich anfühlen, wenn ich solche Behauptungen aufstelle, ändert es nichts daran, dass das hundertprozentig sicheres Faktum ist, dass es so ist. Ob du das hören willst oder nicht hören willst, der absoluten Wirklichkeit ist es so scheißegal, ob du was willst oder ob du das nicht willst. Du wirst irgendwann einmal dich nach dieser absoluten Wirklichkeit richten müssen, wenn du dich geistig weiterentwickeln willst. Und da kann es durchaus sein, dass du hier an einige Kinder denkst, wo du merkst, da ist Geist, da ist ein Ansatz. Ich sage immer wieder, Geist hat nichts zu tun mit intellektuellem Wissen, sondern mit Neugier. Jeder Mensch, der jetzt auf der Bröselebene in dir auftaucht, der neugierig ist auf alles, was er bisher bekämpft hat, weil er die anderen Perspektiven nachvollziehen will. Das ein Beispiel. Offensichtlich siehst du was, was ich jetzt nicht sehe. Ich sage, das Ding hat einen Henkel und du sagst, das Ding hat keinen Henkel. Oder ich sage, der Henkel ist rechts und du sagst, der Henkel ist links. Lass uns doch zusammensetzen und lass uns Gedanken machen. Wir reden doch vom selben. Die reden alle von derselben Politik, streiten aber um rechts und links und um die Mitte. Eine ausgedachte Mitte ist keine Mitte. Es ist auch was Vorgestelltes. Eine ausgedachte Synthese ist keine Synthese. Eine wirkliche, absolute Synthese macht aus den Perspektiven was Neues. Aus einem Herd, einem Kühlschrank, ein paar Fenster und ein paar Töpfe bei der Küche. Aus einem Schlafzimmer, einem Wohnzimmer, einer Küche, einem Klo, einem Badezimmer bei der Wohnung. Das sind jetzt immer noch Beispiele, die ich immer wieder wiederhole. Wenn du einmal begreifst, dass wenn du das verstanden hast, was ich dir damit mitteile, das muss man ahnen, dann kriegst du ein Heureka, das wird eine Traumwelt in eine vollkommen neue Dimension, schon das Wort Dimension wieder, in eine vollkommen neue Daseinsform versetzen. Und du kannst nicht von unten nach oben sehen. Das symbolisiert das Leben vom Säugling bis zum Greis. Und da haben wir natürlich auch Schichten, wenn ich jetzt sage, hier, du kannst noch so viel studiert haben. Wenn du dich nicht anfängst, intensiv für dich selbst zu interessieren, weil du meinst, du wüsstest schon, wer du bist. Ja, ich bin ein Affe und ich bin jetzt 60 Jahre alt. Dann bist du wahrlich, selbst wenn ein Hauch von Geist in dir drin ist, ein absolut kleingeistiger Hosenscheißer, du hast dein Leben umsonst gelebt. Darum haben wir ja ein täglich größeres Moment mit dir leben. Und es passiert, alles was passiert, passiert heute. Das ist hundertprozentig sicher. Darum sage ich, du machst dir viel zu viel Gedanken um gestern und um morgen. Morgen wird nichts passieren und gestern ist nichts passiert. Du musst erst einmal die Transversale verstanden haben. Und das Geheimnis liegt in der Sprache deiner Welt, in den heiligen Worten. Aber das nochmal, um das einfach zu machen, ist in dieser Prüfung nicht das Thema. Du musst wissen, was du bist und was deine Gedanken sind. Das Einzige, was ich fordere, du musst jeden Moment, der in dir auftaucht, wissen, warum das jetzt ist. Weil ich das träume, weil ich das denke, weil ich das anschaue. Bücherregal, Fenster, Boden, Himmel, Wolken, was auch immer. Jedes neue Bild zerstört das bestehende Bild. Keiner kann mir hier widersprechen. Es ist das, was ist.
Das Problem ist der Bruch des zweiten Gebotes. Das ist ja auch dann draußen, wenn ich es nicht anschaue. Das war ja schon, bevor es mich gegeben hat. Wie oft muss ich dich, Geist, noch darauf hinweisen? Und ich rede immer nur mit Geist. Niemals mit einem Gedanken. Ich unterhalte mich nicht mit Gedanken, die ich mir denke. Wie unendlich geistlos bist du, wenn du meinst, ein Gedanke, der war schon da, bevor du ihn gedacht hast, zum Beispiel ein Urknall oder ein Neandertaler. Und dann kommt die ganze Naturwissenschaft, diese vollkommene Entgeistigung und Verblödung der Menschheit in der letzten, jetzt ausgedachten 200 Jahre. Es ist mir ein leichtes, nochmal dir zu beweisen, dass man das nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Und dann wird nur immer ja, aber, der Maxwell ist eine Maschine, die weiß nicht, was er spricht. Zeig mir doch Licht, zeig mir einen Laserstrahl. Du müsstest dir nur klar machen, was du siehst auf einem Monitor. Ist eine Interpretation von einem Arrangement von Helligkeitsunterschieden. Das ist kein Finger, der sich hin und her bewegt. Alles, was Naturwissenschaft dir zeigt, in einer Blasenkammer, in einem Teilchenbeschleuniger, sind logische Konstrukte, die man sich durchaus ausdenken kann, aber nur wenn man das Programm, wenn man das Wissen hat, entdecken kann man da gar nichts, auch keine Wassermoleküle. Das heißt, du hast dir ein Wissen geistlos nachgeäfft, eingefangen wie ein Virus, und den äffst du nach und stellst dir das im Kopf vor. Dann kann man auch eine Elektrolyse machen und das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten. Aber da muss ja irgendwann einmal einer, muss das ja entdeckt haben. Zufällig? Das heißt, einmal ist der, der das entdeckt hat, schon wieder jemand, den du dir aufgrund deines geistlos nachgeäfften Wissens in die Vergangenheit denkst. Der war natürlich schon da, bevor du ihn gedacht hast. Merkst du, wo sich, jetzt beißt sich die Katze im Schwanz. Das ist das Problem, aber jetzt lass ich es gut sein. Lass dir das nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen. Bis gleich und Patch.